Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem kleinen Experiment des Shaders, den ich gerade drin habe. Zurzeit läuft es einigermaßen flüssig. Minecraft sonst auf 40 und mehr FPS laufen. Aber das Texture Pack, das hat es in sich. Das möchte ich euch an ein paar Details zeigen. Ihr merkt, es ruckelt ein wenig. Das ist auch nur diese Folge so. Ich habe Minecraft, das sieht man oben. Warte mal, jetzt können wir mal Escape drücken. Hier. Ah ne, ich habe den Mauszeiger nicht mit, oder? Habe ich den Mauszeiger mit? Ne, den habe ich nicht mit. Schade. Man sieht im Bild oben, na, für die Handy-Users ist vielleicht nicht so praktisch. Aber ich kann euch sagen, dass es hier im Bild, im Video, was ihr ja gerade seht, oben rechts steht. Da steht 5068 Megabyte. Ich habe wirklich Minecraft 5 Gigabyte zugewiesen, dass ich diesen Shader spielen kann. Sonst habe ich einen Gigabyte zugewiesen. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum macht der Cedric das? Weil ich sonst diesen Shader nicht spielen konnte. Ich habe aber wegen Hintergrundaktionen das nicht höher als 5 Gigabyte stellen wollen. Ich kann es auch noch mal ausprobieren, dass es zu laufen bekommt. Es gibt was Neues, ich kann ja F3 wieder ausmachen. So. Und das ist eben dieser Shader. Und guckt euch die Sonneneinstrahler an. Und wenn ich hier unten drunter bin, unter dem Baum, da leuchtet der sogar durch. Ist das nicht der Shit? Ja. Und da ist die Axt auch ein bisschen besser animiert. So, hier gibt es eine kleine Veränderung. Der hat die Libisero nämlich gebaut. Hier gibt es jetzt zwei Wege. Einmal oben rum, wo das zu einem dieses Ausgangsschild ist. Und hier ist gleich noch ein Weg, der dann zu diesem Steg hier unten führt. Genau. Hier ist ja die, hier, ne? Wie heißt sie? Genau, zur Insel Pilzanis. Dieses Schiffchen, was ich mal entworfen habe. Genau, der Spawn wurde leicht verändert. Hier ist ein kleiner Zwischengang entstanden, den zeige ich euch aber gleich. Hier ist jetzt eine Sandsteinbrücke, die war ja vorher so schräg herüber. Der Aufgang wurde überarbeitet vom lieben Zero. Ich trete jetzt mal nicht über die Druckplatten. Und der Spawn. Genau. Der Spawn, der wird noch verändert. Das ist noch in Bau, also in Planung, nehme ich an. Zu diesem Zeitpunkt, ich nehme ja gerade den Voraus auf. Genau, hier geht es nach Nordwen, hier hoch, und hier geht es den Piren. Also die Pfeile vergessen. 188 Meter. Okay. Na, guckt euch das Wasser an. Sieht das nicht hübsch aus? Auch wenn man in weite Ferne guckt, ist beim alten Shader, ne, boah, guckt euch diese Sonneneinstrahlung an. Also ich werde es probieren, mal Minecraft hier ein bisschen noch hoch zu pushen, noch mit mehr Gigabyte voll zu stopfen. Können wir ja mal ausprobieren. So, hier sind die Kontore, Konteure. Ne, die hier das Dschungelholzkontor und das Lehmkontor ist ja weggekommen. Sind jetzt Unterkünfte entstanden und kleine Shops, wie zum Beispiel Gotterollo Shop, Zeitschriften, Tabak und mehr. Gehen wir hier rein, ist natürlich noch nicht eingerichtet. Ne, hier ist die Eisentür, was ich euch gesagt habe. Und hier kann man noch runtergehen, das ist alles noch in Planung. Das baut der liebe Zero hier gerade alles frisch auf. Hier ist dann wahrscheinlich auch noch irgendwas. Steht da schon was dran? Nee, steht da nichts dran. Unterführung zu Pier 10. So, da gehen wir jetzt mal hin. Hier kann man noch zur Seite rein. Sind dann die wirtschaftlichen Eingänge. Hier könnte man ja noch so kleine Unterkünfte reinbauen. Ja, da kommt man dann hier so raus. Hier so unten drunter. Und die Tür geht, wie gesagt, in das Häuschen hier rein. Schön mit blauen Glasscheiben. Und ich glaube, das sind graue. Aus wie grau, die blauen sehen nämlich anders aus im Texture Pack. Wenn ihr wissen wollt, was ich für ein Texture Pack verwende, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Da steht das nämlich drin. So, hier unten kann auch noch was rein. Das sind so kleine Shops, die rein können wahrscheinlich noch.
Und unter anderem oben in die oberste Etage sind Unterkünfte. Und für die Unterkünfte wurde hier auch nochmal hier ein paar Stallungen angelegt. Und die sind dann hier 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Und hier kann man auch noch Sachen rein tun. Ihr seht, ich habe ein bisschen Holz im Inventar. Das kommt aber von den letzten Folgen, wo ihr wahrscheinlich auch dabei wart. So, hier sind ja die drei hier Handels hier Shop. Was zum Verkaufen gibt's hier? Hier gibt es nichts Neues, außer, ja, das Bötchen kennt ihr ja, das geht nach Bergstetten, das muss noch ein bisschen aufgepäppelt werden, hat die Segel noch eingefahren. Und dieses Bötchen, da muss ich das nämlich mal dort hinten noch wegmachen, weil ich das dorthin kopiert habe. Und das hat noch keinen Namen. Könnt ihr ja gerne mal die Beschreibung. Das geht nämlich ins Birkenbiom. Da ist nämlich eine kleine Basis. Komm, lass mal schauen. So. Welt muss aufgebaut werden. Drücken wir mal ganz kurz Tab. Guck mal, jetzt sind wir schon bei 30 FPS angelangt und es läuft immer noch flüssig. Also ich bin zufrieden. Auf jeden Fall. Guckt euch das an. Oh, guckt euch das an. Oh, ich muss raus. Ich muss Foto machen. Foto, Foto, Foto. Foto, Foto. Sehr gut. Hab das Chat nicht ausgemacht. So, und hier drin gibt es nicht nur Birken, Setzlinge und Bretter. Ist eben erst ganz neu gebaut und da ist ja natürlich hier noch nichts drin. Bitte alle Bäume, da ist ein kleiner Schreibfehler drin, in der ersten Reihe zum Schutze stehen lassen. Mir ein Bett mit. Ja. Nicht gut. Nicht gut. Wieder zurück. Nicht gut. Hier auf der Eva Maria ist ein Bett. Das Bötchen nach Mosek und Niederbach. Runter. XX. Bis zur hier nächsten Folge. Tschüss.